Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play Outlast mit mir, eurem Master Oaf. Das letzte Mal haben wir hier, also waren bei der Tür. Jupp, und da gehen wir wieder hin jetzt. Also hier. Wie soll ich das jetzt schließen? Passiert hier gleich was? Ja, hier haben wir beendet bei der Blutlache. Die mir nicht hier aufgefallen ist letztens. Das scheint nicht zu sein. Okay. Okay, nix. Sehr schön. Zittert er so? Weiß es nicht. Aber ja, er schreckt mich ein bisschen. Hier ist doch nichts. Okay. Mein Bauch zieht sich ein bisschen. Also, ich brauche für die Schmerzen gerade im Bauch. Okay. Ne? Dann hier. Neues Dings. Murkoff Psychiatrics Systems. Projekt Wallrider. Mordmassiv CO. Fall Nummer 136. Patienteninitialien CLW World Care. Datum 28.05.2013. Erste Patientenbefragung. 28.01.2011. Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke, Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus: morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Diagnostik: Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Okay. Anmerkung, Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung und Fixierung befragt. Die Fixierung muss aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen sein, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay. Ich habe gar keine Lust, das Spiel weiter zu spielen. Okay, ich finde alles okay. Das ist nichts. Das ist irgendwas im Rollstuhl, was sich bewegt. Okay. Ja klar. So, wer bist du, Mann? Ist er wahr? Hallo? Hä? Was ist mit dem? Hallo? Sollt ihr wegschieben?
Baumann, du siehst nicht sehr nett aus. Muss ich vor dir wegrennen? Vielleicht. Der macht gar nichts, der sitzt aber nur. Na gut. Hä? Ich schließe mal. Hallo? Ist das ein Bug? Okay. Was soll das? Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer statt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind noch eine Hülle. Ja, okay. Da habe ich es jetzt so dunkel eingestellt. Naja. War klar. Okay. Das blinkt was. Okay, spätestens dann wird wohl was passieren. Okay. Okay. Niemand macht was. Sie stehen hier immer noch rum. Und ja. War das nicht der, der gesagt hat, der Apostel? Okay. Tut mir leid, ich... Holt die Rückkehrerin aus! Der Doktor hat sie raus! Ich muss ihr helfen! Fuck you! Was denn? Da. Was? Können sie denn nicht mehr reden? Ja, dann hör auf mich so zu überfallen und zu erschrecken. Okay. Der Schock war nicht ganz so groß wie zuvor, aber musste die Maus schütteln, wird der erzeugt. So, können wir jetzt raus? Muss ich so am Computer hin oder was? Wie benutze ich die denn? Okay, hier kann ich nicht hin. Oder doch? War ich überhaupt schon hier irgendwo? Hier ist nichts. Doch, hier war ich glaube schon. Okay. Wie benutze ich jetzt hier? Das Terminal? Mann. Okay, gehen wir hier weiter. Okay, war ja klar. Deswegen musste ich auf den Weg gehen.
Die ist auch zu. Was wundert mich das eigentlich? Das hier. Oh, tut mir leid. Soll ich hier runter? Weiß ich nicht. Aha. Okay. Hat's Rad hier geklopft? Oh, was macht er da? Okay. Deiner rum jetzt. Witness. Was witnesse ich denn? Dass du tot bist. Hier ist nix. Okay. Hier ist auch nichts. Außer Arme. Ja, ein Arm in der Toilette. Wer hat nicht gern Arme in der Toilette? Ja, dann rüber Teile rum. Okay. Gab es ziemlich viele Mitarbeiter, oder? Da ist was. Batterie. Was war das? Hat hier jemand eine Tür aufgeschlagen? Okay. Gehen wir mal weiter. Da vorne. Security. Okay. Theoretisch kann ja sonst jemand hier rein, oder? Vielleicht. Okay. Was wird wohl passieren, wenn ich das mache? Oh, ich kann mich hier verstecken. Sehr schön. Aha. Gut. Dass das weiß, freue mich jetzt. Benutzen wir mal unsere Tastatur hier. Bin ja Bruch-Gamer. Kann alles. Ich Dings hacken. Okay, da. Was macht er? Okay. Ihr oder kleine Schwein, findet euch Schlampen. CDF. Ja. Rennt ihr da auch irgendwann weg? Okay. Großer Dreckskerl. Dieses riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe einen Patientenakt über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Kann ich wieder raus, oder? Sollte ich Angst haben? Ja, ich weiß nicht. Dieses Spiel. Ist das nicht, oder?
Okay. Ich glaube, er ist weg. Hier gibt es ein Spind und er hat nicht geschaut. Okay, hier ist er nicht. Hier sehe ich gar nichts. Okay. Also hier machen wir Leichen. Und ein Dokument. Von Helen Granat an Group 8416@murkowkorb.lu. Betreff Projekt Mollrider, Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren. Ist der Typ etwa Wallrider vielleicht? Ich weiß nicht. Oder ist es der Polizist? Oder ist Wallrider Polizist? Weiß gerade nicht mehr, egal. Aber sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das Profitpotenzial vom Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten. Um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derart gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Da eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochrationsvoll Helden Granat oder Granat, Murkoff Schadensabteilung. Okay. Wieso sind die alle hier zu? Oh ja. Nehmen wir doch mal. Möchte ich ja nicht sterben oder so. Also durch Batterien. Hier war ich noch nicht, oder? Okay. Dann rennen wir mal. Bevor der Dicke weiterkommt. Okay. Ah, hier bin ich schon. Ah. Hier ist ja alles dunkel jetzt. Ah. Ja, gehen wir in den Keller. Wieso nicht? Aber ich hätte hier eine Leiche runterfallen lassen. Ne, es geht ja noch weiter. Ist das ein Kopf? Das ist zu. Magst du durch enge Dinger zu krabbeln? Mehr Dokumente. Yes. J war das ja. MK Ultra Programm CIA Dokument Nummer 1906911 Auszug an Akte. Betreff hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurde die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude 13 in Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine posthypnotische der vorangegangenen Nacht Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diesen auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut zu groß sei,
dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorhalt vehement ab. Okay. Haben wir hier nichts? Ja. Nicht das? Okay, das ist ein Hindernis, was ich gleich überqueren muss. Okay. Who's there? Jemand hier. Das ist das Ziel. Ich soll die beiden Gaspumpen einen beschädigen, Halbschalter und den Generator zu starten. Ja. Habe nicht mal viele Batterien. Okay. Machen wir doch. Ah, da hängt noch eine Leiche. Okay, hier können wir nicht rein. Also ist da wohl keine Gaspumpe. Matratzen, tote Leichen. Pampro. Okay. Da ist nur Batterie. Sehr schön. Da ist. Okay, da kann sie auch verstecken. Okay. Okay. Kommt da jetzt einer? Ich weiß nicht. Doch. Okay. Das ist ein gutes Versteck, war, werden wir gleich sehen. Okay. Verschwunden. Hinauf in den Himmel ist verschwunden. Gut. Was passiert? Ist er weg? Weiß nicht. Werde verfolgt. Was soll ich denn machen? Der Typ, der scheint mir. Naja. Überall zu sein jetzt hier. Okay. Also hier ist er definitiv nicht mehr. Okay. Schaut er jetzt in dem Raum? Was soll ich machen? Keine Ahnung. Oh, jetzt ist er hier.
Kämpfe laut. Kann der überhaupt was sehen, der Herr da? Okay. Kann ich da nichts machen? Ja. Das ist er wieder. Kann den nicht niederstrecken, oder? Keine Ahnung, was ich machen soll. Hat er mich gesehen? Oh! Fuck you! Was mache ich jetzt? Sterben? Oh, Bastard. Ja, sterben wohl. Ja. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich werde, glaube ich, sterben. Ja. Tot. Ja, okay. Das war tot sein. Im Auge des Spiels. Keine Ahnung. Okay. Damit beenden wir diese Runde. Hab mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play Outlast.